Was ist das? Was hat Vita vor? Wird sie ihr Auto dekorieren? Ich werde das flauschigste und rosigste Auto der Welt machen. Alles rosa? Sogar die Türen. Ich werde jede Ecke kleben. Wunderschön. Ich habe das perfekte Auto. Das hat sonst niemand. Ist das nicht wunderschön? Wow. Das ist ja gar nichts. Ich werde dir zeigen. Ja, ich habe eine Idee. Ich werde auf jeden Fall Zacken brauchen. Nichts Süßes. Hello. Hallo. Das ist Ihr Auftrag. Oh, thank you. Das war schnell, danke. Oh. Was für eine große Kiste. Eine Dose mit schwarzer Farbe. Genau das, was ich brauche. Jetzt werde ich diesem Mädchen zeigen, was ein cooles Auto bedeutet. 3, 2, 1. Geschafft. Der letzte Schliff und das ist das beste Auto meines Lebens. Was haben wir als nächstes? Ich muss die Zacken anbringen. Geben wir Klebstoff dazu. Und jetzt sieht es einschüttend aus. Und auf die Räder muss ich auch kleben. Perfekt. Was ist das? Das glaube ich nicht, oder? Was für eine Neuigkeit. Okay. So einfach gebe ich nicht auf. Ich habe das Äußere dekoriert, jetzt muss ich das Innere des Autos verschönern. Weiche Sitze sind meine Liebe. Nun noch ein paar Details. So, die rosa Lenkradabdeckung ist perfekt. Wie flauschig es ist. Fertig. Ja, ich habe das schönste Auto der Welt. Und wie wird es ohne sie sein, Schatz? Charmant. Mache ich etwas Licht. Ich werde hier einen Leuchtstreifen anbringen. Es wird so schön leuchten. Großartig. Ich habe es sehr gut gemacht. Alex kann mich nicht besiegen. Was? Hat sie auch alles innen rosa gefärbt? Was soll es sein? Ich habe eine Kette. Mein Lenkrad wird mal cooler. Weil es Eisen sein wird, nicht flauschig. Man muss nur warten, bis der Kleber getrocknet ist. Perfekt. Ich habe noch etwas Klebstoff übrig, also werden wir noch etwas mehr hinzufügen. Der Schädel wird cool und gefährlich aussehen. Ich habe es euch gesagt. Und der größere Schädel ist hier drüben. Was habe ich noch da? Oh, Schlüsselanhänger. Gut gemacht. Und noch ein weiteres Detail. Jetzt sieht mein Lenkrad furchtentflößend aus. Mein Auto ist das Beste. Ich brauchte es nicht einmal zu versuchen. Mal sehen, was Vita zu bieten hat. Wie toll ist das denn? Was ist das? Alex kopiert wieder meine Ideen. Hat er das Auto mit toten Köpfen geschmückt? Eifersüchtig? Es gibt nichts. In meinem Auto ist genug Platz für alle, sogar für meinen geliebten Hund. Bravo, Junge. Benehme dich. Sieh dir mein Auto an und genau hier wirst du schlafen. Was für ein Albtraum. Mein Baby wird auf dem Festen nicht schlafen können. Ich werde ihr ein weiches Bettchen besorgen. Oho, so schnell. Sie haben mir sehr geholfen. Ich werde jetzt alles tun. Dein Bett wird das bequemste sein. Also, sieh nur, wie niedlich es ist. Perfekt. Wie gefällt es dir? Ich sehe, dass es gefällt. Ruhe hier aus. Was für ein tolles Auto ich doch habe. Zeit für ein paar coole Selfies im coolen Auto. Ja, was für ein gut aussehender Mann. Sie werden wissen, wie man seine Kofferräume unbeaufsichtigt lässt. Was haben wir da? Ha, das nenne ich Sicherheit. Darf ich bitte? Komm schneller. Okay. Ich frage mich, was da drin ist. Geld? Oh nein, es ist ein Hund. Ein riesiger, furchterregender Hund. Was für ein Albtraum. Laufen wir. Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Oh nein, meine Tasche. Du bist ein guter Wachmann. Tasche? Bravo, Junge. Vita, das scheint deins zu sein. Oh, meine Tasche, vielen Dank. Gern geschehen.
Ach du, bewache meine Sachen beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Diebe kommen nicht mehr. Was für ein cooles Spiel. Es ist unmöglich, sich davon loszureißen. Oh nein, die Batterie ist leer. Was soll ich jetzt tun? Eine Idee. Das Einzige, was besser als ein Spiel auf meinem Handy ist, ist ein Spiel auf einer Konsole. Und ich habe den richtigen Platz dafür. Ich muss nur noch einen Fernseher hinzufügen. Ja, er passt perfekt. Und eine Konsole. Und noch ein paar Kissen, um es noch gemütlicher zu werden. Und dann kann ich schon spielen. Los geht's! Wow, was ist das? Hallo, Bruder. Hallo zusammen. Macht mit. Wow, das macht so viel Spaß. Ich mag es. Och, wie schön ich doch bin. Was ist da passiert? Spielen Sie eine Konsole? Sie amüsieren sich ohne mich? Also gut, ich zeige euch, wie man Spaß haben kann. Ich stelle die Box hier hin. Ich werde den Kofferraum öffnen. Partykram? Perfekt. Lautsprecher? Und noch einen daneben. Super. Und das Wichtigste? Disco-Kugel. Je mehr Lichter, desto besser. Also werde ich überall Girlanden aufhängen. Noch ein bisschen und meine Party ist fertig. Perfekt. Und jetzt Musik. Schaut, wie viel Spaß ich habe. Schneller, macht mit. Was ist das? Sollen wir dorthin gehen? Wir gehen mit. Und was ist mit mir? Meine Freunde sind da. Lasst uns alle zusammen Spaß haben. Aber warum hat Alex keinen Spaß mit uns? Er spielt ganz allein. Das ist meine Schuld. Ich soll was machen. Alex, lass uns gemeinsam Spaß haben. Wie schön, aber ich habe einen anderen Vorschlag. Willst du mit mir spielen? Okay. Ja, natürlich. Pass auf, ich verliere nie. Ich zeige dir, wie man spielen kann. Oho, das macht Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Hanom? Yes! Oh, Barbara hat Glück gehabt. Sie hat einen ganzen Teller Popcorn. Nick hat ein bisschen weniger, aber das macht ihm nichts aus. Und Julie hat nur ein Stückchen. Julie, du fängst an. Ich habe eine Idee. Wo ist mein Glätteisen? Come on! Genau das brauche ich. Ist wirklich lecker geworden. Cool, ich bin als Nächster dran. Ich werde mir schnell Popcorn zubereiten. Nick, ich wusste ja gar nicht, dass du Koch bist. Das Rezept ist ganz einfach. Die Maiskörner kommen auf eine Bratpfanne und voilà. Oh Mann, das war ja eine Explosion. Wow, Nick, dieses Rezept hat es ja in sich. Ich habe meine besondere Art, Popcorn zu bereiten. Ich vermische Cola mit Tabasco und gebe sie Nick zu trinken. Was? Wieso ist das so heiß? Hilfe! Genau das habe ich erwartet. Vielen Dank, Nick. Mann, ist das lecker. Wow, schaut mal, wie viele Glotzer. Julie hat nur eins. Ach, Verliererin. Nick, Julie, solltest du lieber nicht auslachen. Das hast du jetzt davon. Das bringt mich auf eine Idee. Was hast du denn schon wieder vor? Wozu brauchst du Ketchup? Julie, schau mal, was du angerichtet hast. Oh, Hilfe. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, Barbara, pass auf. Du hast dich wohl verschluckt. Eine Tasse Kaffee am Morgen ist genau das, was ich brauche. Hä? Was ist das denn? Oh Mann, ein Augapfel. Das kann schon mal passieren. Schmeckt das lecker? Ich liebe es. Wow, hast du einen Appetit. Jetzt bin ich aber dran. Lecker Schmecker. Nick, du hast ja alles auf einmal aufgegessen. Gib uns doch bitte was. Bitte, bitte.
Nein, ihr kriegt nichts ab. Oh, Hilfe! Ich habe einen Glotzerausschlag. So viel Brokkoli schaffe ich doch nie im Leben. Nur ein Stück, das kann ich schaffen. Was ist das denn? Leute, reißt euch zusammen, ihr könnt das schaffen. Ich fange an. Barbara, das ist ein Samen. Den sollst du nicht essen, den sollst du pflanzen. Pass mal auf. Hey, Barbara, was machst du denn? Das ist doch voll eklig. Na los, ich will, dass was wächst. Barbara, du musst dem Ding ein bisschen Zeit geben. Also fange ich so lange an. Ich esse einfach so schnell wie möglich. Vielleicht merke ich dann gar nicht, wie eklig das ist. Oh nein, mein Plan hat nicht funktioniert. Ich muss dringend was trinken. Gib mal her, ich muss meine Pflanze gießen. Das ist ja ein Erdbeben. Keine Sorge, das ist nur Barbaras Pflanze. Barbara, du hast jetzt deinen eigenen Brokkoli-Busch. Oh no! Wie eklig. Ich mag keinen Brokkoli. No! Barbara, wie siehst du denn aus? Halt die Klappe, ist dein Brokkoli. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich ihn loswerden kann. Schaut mal, da kommt ein Oktopus geflogen. Hä? Wie kann das denn möglich sein? Aha, du schummelst also. Dich erwartet eine Strafe. Das war so lecker. Hier, du kannst noch was haben. Nein. Ich will aber nicht. Beim nächsten Mal schummelst du nicht. Oh ja, Pommes. Da bin ich ja glücklich. Die sind richtig lecker. Julie, du hast mal wieder nur ein Stück. Aber weißt du was? Dafür darfst du anfangen. Ich bin mir sicher, das wird lecker. Ich will aber mehr. Jetzt bin ich dran. Barbara, kannst du mir ein paar Stück geben? Bitte, bitte. Could you please? Na klar doch. Nimm dir was. Ach, doch nicht. Reingefallen. Na warte, das wirst du mir büßen. Julie macht Barbaras Ketchup richtig scharf. Das ist ganz schön gemein. Oh nein, das ist ja mega scharf. Hey, was habe ich denn damit zu tun? Oh Mann, ich habe auch was abbekommen. Ich muss dringend was trinken. Oh, selbst nach dem Ketchup geht's mir besser. Okay. Ist okay. Der Ketchup reicht mir. Na klar, weil ich dir den Rest wegnehmen werde. Was? Das war mega lecker. Du hast meine ganzen Pommes aufgegessen. Na warte. Nick, komm schon, reg dich nicht auf. In dieser Runde gibt es Pringles. Nick hat eine ganze Dose und Barbara eine ganze Pyramide aus Chipsdosen. Und Julie hat mal wieder nur ein Stück. Dann auch noch ein winziges. Moment, ich weiß, wie ich das verbessern kann. Das war lecker. Come on! Hey, Nick, du bist dran. Hey! Oh, wie geht das Ding auf? What's the matter? Meine Zähne tun weh. Ich werde wohl eine Säge gebrauchen. Eins, zwei und schon sind meine Chips frei. Jetzt passt mal auf. Ich fange die alle im Flug. Mann, ist das lecker. Pass auf. Die Dose hast du ja vergessen. Okay, und jetzt bin ich dran. Ich liebe diese Chips. Hey, jetzt sei doch vorsichtig. Aua. Nick, du solltest lieber erstmal unterm Tisch bleiben.
Du meine Güte, ich werde einen Helm gebrauchen. Aua, das tut schon wieder weh. What? Barbara, sag mal, was erlaubst du dir überhaupt? Na warte, ich werde mich rächen. Es hat funktioniert. Was ist passiert? Julie, du hast schon wieder die Arschkarte gezogen. Im Gegensatz zu Nick. Der hat einen ganzen Teller mit Skittles. Wahnsinn, Barbara hat ja alle Farben bekommen. Nur ein Stück und dann auch noch so klein? Ha, Verlierer. Ich habe eine Idee. Ich bin mir sicher, das wird funktionieren. Schaut mal. Wow, das ist ja cool. So gefällt mir mein Skittles-Stück viel, viel mehr. Ist das lecker. Davon hätte ich gerne noch mehr gehabt. Voll cool. Nick, jetzt bist du dran. Ich mach ja schon. Oh Mann. Ich dachte, ich würde die fangen. Wobei, ich kann mir ja noch was von Barbara klauen. Nick, ich glaube nicht, dass Barbara damit einverstanden sein wird. Aua, das tut weh. Das sind meine Skittles. Finger weg davon. Ich will mit dieser Farbe anfangen. Nein, mit der Farbe. Womit soll ich bloß anfangen? Ich habe eine Idee. Was ist das denn? Eine Lotterie, die wird mir helfen, eine Farbe zu wählen. Schauen wir mal. Okay, es ist grün. Also fange ich mit grün an. Okay. Oh, ist das lecker. Ich liebe Skittles. Jetzt will ich aber alle Geschmacksrichtungen probieren. Ich frage mich, was da drin ist. Oh, wow. Ein mega großes Skittles-Stück. Wahnsinn, mit kleinen Skittles drin. Das ist mega toll. Okay, ihr könnt was haben, wenn ihr wollt. Guten Appetit, Mädels. Wow, ich liebe Twix. Ich habe schon wieder nur einen Riegel. Leute, ihr könnt es ja kaum erwarten, nicht wahr? Ich bin Erste. Hey, jetzt sei doch vorsichtig. Ich habe eine Idee. Hey, was machst du denn? Was willst du hier zerschneiden? Und fertig sind wir. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Ich liebe Twix. Julie, du solltest dir das Gesicht waschen. Jetzt bin ich dran. Wow, das ging ja schnell. Ist das lecker? Aber hier fehlt noch was. Warme Milch ist genau das, was ich brauche. Wow, das wird hier zu einem echten Schokoladencocktail. Passt super zusammen. Jetzt bin ich aber dran. Oh, du hast ja eine ganze Wand aus Twix. Und jetzt werde ich sie einreißen. Aber dafür brauche ich ein spezielles Werkzeug. Nutella natürlich. Aus diesen Twix baue ich mir einen großen Wolkenkratzer. Nick, den Mädels würde ich besser nicht vertrauen. Oh nein, was ist hier los? Nick, geht's dir gut? Ah, schließlich habe ich einen Helm. Welcher Preis erwartet uns wohl? Seid ihr bereit? Schaut mal, was ich habe. Ihr habt eine Minute Zeit, um dieses Geld zu zeichnen. Dann könnt ihr es gewinnen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich werde diesen Geldschein einfach abmalen. Gut, dass ich einen hatte.
Welches Gesicht soll ich wohl einsetzen? Yes. Na, mich selber natürlich. Na, wenn das nicht toll ist? Oh Mann, das wäre so toll, wenn ich dieses Geld gewinnen könnte. Wobei, ich kann es einfach klauen. Nein, das wirst du sicher nicht. Mein Plan ist daneben gegangen. Ihr habt nur noch ein paar Sekunden. Macht, dass ihr fertig werdet. Was sagst du zu meinem Bild? Nein, das geht gar nicht. Und was sagst du zu meinem Bild? Fürchterlich. Und was sagst du zu meinem Bild? Wow, Vivian, gute Arbeit. Das ist die beste Arbeit. Du kriegst das Geld. Wow, so viel Geld. Ich hätte auch gerne was. Oh ja, jetzt habe ich ein gutes Leben. Gold, Luxus, Reichtum. Hier ist euer nächster Preis. Der ist so schön saftig und lecker. Und dazu gibt es noch einen Hahn. Damit könnt ihr Saft zapfen. Yes! Wow! Wow, das ist ja toll. Wenn ihr bereit seid, dann geht's los. Okay, auf los geht's los. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich den ersten Platz belegen werde. Cool! Ich finde ja, das Schwierigste sind die Wassermelonenstreifen. Aber ich glaube, ich kann das schaffen. Ich bin eh die Beste. Gleich werdet ihr das sehen. Ich frage mich, wer gewinnen wird. What? Oh Mann, ihr seid ja schon fast fertig. Eure Zeit ist um. Zeigt mir mal eure Bilder. Na, was sagst du dazu? Das ist ja fürchterlich. Ja, da hast du Pech gehabt. Und meins? Du meine Güte, das ist ja erschreckend. Und mein Bild? Das ist das Beste, was ich gesehen habe. Toll, ich habe gewonnen. Hab ich's doch gewusst. Hier hast du etwas. Wassermelonensaft. Oh, vielen Dank. Seht ihr das? Na warte, viel Spaß mit deinem Saft. Wie lecker. Oh nein, wieso ist der scharf? Du meine Güte, was ist denn hier passiert? Wer steckt dahinter? Na, wer wohl? Jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Yes. Schaut mal, eine Chilischote. Die Zeit läuft. Oh nein, ich will bloß keine Chilischote gewinnen. Ich mache einfach ein richtig, richtig schlechtes Bild. Dann werde ich die sicher nicht gewinnen. Und wenn mein Stift auch noch kaputt geht, dann kann ich auch nicht weitermachen. Ich werde mir Mühe geben. Hä, was machst du denn da? Das siehst du gleich. So, ich bin fast fertig. Ich mal einfach einen KitKat. Ich habe nämlich keine Lust, diese Chilischote zu gewinnen. Yes. Also werde ich sicher verlieren. Wie du meinst. Mein Plan hat funktioniert. Eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Okay, wir sind fertig. Oh, no. Ihr hättet euch wenigstens Mühe geben können. Okay. Und was hast du? Ich mag Blumen. Hast du sie noch alle? Oh, das ist ja wunderbar. Eine wunderschöne Chilischote. Moment, das muss ich noch kurz wegradieren. Da ist ein KitKat drin. Oh nein! Wie konntest du das machen? Was für ein Zauber. Nun ja, den KitKat gewinnst du. Ist ja super. Seid ihr bereit? Hier kommt euer nächster Preis. Einen Moment. Tada! Es ist ein saftiger Burger. Ich will ihn unbedingt gewinnen. Eure Zeit läuft. Okay, dann ist es wohl ein Burger. Ich kann das schaffen. Nein, das sieht ja fürchterlich aus. Ich muss noch mal anfangen. Was soll das? Wieso ist das so schlecht? Oh Mann, Ethan macht das viel, viel besser. Ich habe mega viel Hunger. Deshalb habe ich gerade Inspiration. Okay, ich muss bloß die richtigen Proportionen finden. Hey, geht's dir gut? Ja, ja, ich bin auch schon fast fertig. Was soll ich machen? Ich habe auch Hunger.
Ich habe eine Idee. Ich klaue mir einfach den Burger. Das wird niemand bemerken. Eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Wir sind soweit. Okay, denn dein Bild gefällt mir nicht besonders. Und meins? Wow, das sieht richtig schön realistisch aus. Ich finde ja, meins ist noch realistischer. Na, schau dir den Burger an. Wer hat den Burger abgebissen? Tatsächlich, den Regeln nach bekommst du den Burger. Oh yes, hab ich's doch gewusst. Mensch, ist das lecker. Das ist wohl unfair. Seid ihr bereit? Hier kommt euer nächster Preis. Gefällt er euch? Viel Spaß. Also ich mag ja Kakteen, die sind so schön stachelig. Ich werde mit dem Kleinen mein Zimmer dekorieren. Oh Mann, bloß kein Kaktus. Niemals. Ich werde einfach verlieren. Ich habe auch eine Idee. Ich mal stattdessen einen Fisch. Hä? Ein Fisch? Was soll das denn? Okay, die Zeit ist um. Macht, dass ihr fertig werdet. Okay, ich bin soweit. Ich auch. Was ist das denn? Abstrakte Kunst oder was? Ein kompletter Reinfall. Wie schade. Ach, den Kaktus kriege ich nicht. Und was hast du? Gib mal her. Ein Fisch. Den kannst du haben. Hey, was soll das denn? Du hättest den Kaktus malen sollen. Vivian, perfekt. Ich habe mir Mühe gegeben. Fang den Kaktus. Nein, bloß nicht das. Er ist doch total stachelig. Das tut weh. Hey, kann's weitergehen? Ach ja, natürlich. Hier ist euer Preis. Saftige Donuts. Es kann losgehen. Come on! Oh, Donuts. Ich liebe Donuts. Ich weiß auch schon, wie ich die zeichnen werde. Ich bin mir sicher, ich werde das beste Bild haben. Hä, was treibst du denn? Du verschwendest doch nur deine Farbe. Hä, hast du dein Bild gesehen? Also ich finde ja, das sieht toll aus. Hier kommen noch etwas bunte Streusel drüber. Schaut mal, sieht das nicht toll aus? Zeigt mir eure Meisterwerke. Was sagst du zu meinem Bild? Zu kubistisch, würde ich sagen. Und meins? Zu abstrakt. Ich bin geblieben. Das ist perfekt. Schön realistisch. Die Donuts gehören dir. Werde ich wohl teilen müssen. Okay. Und was erwartet uns jetzt? Na, was denn wohl? Schaut mal. Ein neues iPhone. Ein iPhone. Oh ja, und wer das beste Bild hat, wird es gewinnen. Wo ist bloß meine Stoppuhr? Wartet. Da ist sie ja. Es geht los. Ich habe ein neues Handy dringend nötig. Mein altes funktioniert gar nicht. Ich wünsche mir so sehr ein neues iPhone. Es wird mir gehören. Hauptsache, habt Spaß dabei. Na los, ich bin fast fertig. Ich werde die besten Fotos überhaupt schießen. Ich bin auch so gut wie fertig. Oh Mann, die anderen Bilder sind viel besser. Ich muss noch mal von neu anfangen. Das sieht schon mal gut aus. Nichts klappt hier. Blöde Stifte. Hey, geht das auch bitte vorsichtiger? Nun ja, das ging gerade noch gut. Oh Mann, ich werde einfach nicht fertig.
Eure Zeit ist um. Oh no. Hoffentlich wird mich mein altes iPhone retten. Ich muss es einfach umranden. Yeah. What? Wow, was für ein cooler Plan. Hoffentlich wird das niemand bemerken. Zeigt mir eure Meisterwerke. Okay. Ich bin fertig. Das ist ein bisschen zu altmodisch. Och, Menno. Das ist mein iPhone. Oh. Gut, aber mit dem Apfel ist was schiefgegangen. Und das ist mein Bild. Das ist fantastisch. Ich glaube, du hast dein Handy verdient. Die hat geschummelt. Das ist gar kein Bild. Hier hast du dein iPhone. Ach, du hast geschummelt. Dann kriegt niemand von euch das Handy. Ich behalte es für mich. Diesmal kriegt ihr einen Gummibären. Ein Gummibären? Ich bin mit dabei. Ich werde eh gewinnen. Nein, ich werde gewinnen. Seht ihr? Das sieht schon mal richtig toll aus. Ich würde sagen, mein Bild sieht toll aus. What? Wow, meins wird eindeutig gewinnen. Ich muss nur auf eine Nummer sicher gehen. Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich habe mein Bild ruiniert. Mach dir nichts draus. Es hat geklappt. Okay, es scheint zu klappen. Oh nein. Was ist denn passiert? Mann, ich habe schon wieder mein Bild ruiniert. Ich glaube, mein Bild lebt. Eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Okay. Schau her, ich habe mir Mühe gegeben. Nicht gerade beeindruckend. Und mein Bild? Oh, das ist ja süß, aber nein. Und meins? Das ist perfekt. Gefällt mir total. Natürlich kriegst du den Gummibären. Oh nein! Das Ding lebt ja. Du musst es schnell aufessen. Ihr habt recht. Voll lecker. Guten Morgen allerseits. Dir auch guten Morgen, Candy. Hallo, Susie. Wo sind wir? Hey. Weißt du, was jetzt passieren wird? Nein, Hilfe! Hört auf zu schreien. Das hier ist eine wirklich coole Challenge, die da euch erwartet. Alles, was ihr tun müsst, ist auf Knöpfe drücken. Und dafür verschiedene coole und nicht so coole Dinge bekommen. Zum Beispiel ein Regen aus Eiern. Dieser Regenschirm hilft da total. Oh, man! Was verbirgt sich hinterm roten Knopf? Na, das ist schon viel besser. Ein goldener Schlüssel, Konfetti und natürlich jede Menge Geld. Mädels, habt ihr die Regeln verstanden? Dann geht's los. Der rote Knopf hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich drück drauf. Susie, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Hinter diesem Knopf verbirgt sich Stinkekäse. Tut mir leid. Das ist ja ekelhaft. Und das tut auch noch weh. Haha, Susie hat Pech gehabt. Mal sehen, ob du Glück hast, Candy. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das kannst du laut sagen. Dich erwartet nämlich Schlagsahne. Ganz schön viel Schlagsahne. Oh, wo kommt diese ganze Menge her? Aber man kann nie genug Sahne haben. Und jetzt wird's Zeit für bunte, leckere Streusel. Candy, bist du bereit? Dann fang! Oh Mann, so viele Streusel habe ich noch nie gesehen. Und das ist noch nicht alles. Du kriegst noch eine Kirsche auf das Sahnehäufchen. Oh, ich sehe aus wie eine echte Torte. Susie, du bist dran, den Knopf zu drücken. Okay. Oh, du hast Pech gehabt. Diesmal kriegst du einen Haufen riesiger Kakerlaken. Oh, oh.
Was wird's denn geben? Na los, ich kann's kaum erwarten. Ich hab den Knopf kaputt gemacht. Was passiert jetzt denn wohl? Oh, ich krieg Cola. Okay, dann kriegst du eben Cola statt Kakerlaken. Oh ja, das gefällt mir gut. Und wisst ihr, was noch besser sein wird, wenn ich mir ein Glas nehme und die Cola abfange? Ha, Susie, du hättest nicht sehen sollen, du bist total nass. Aber dafür hast du richtig viel Cola. Oh ja, das schmeckt richtig toll. Oh nein, ich glaube, es gibt einen Kurzschluss. Oh. Nein, 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 bloß nicht das. Oh, no. Oh ja. Was macht nämlich besonders viel Spaß, wenn man Cola trinkt? Natürlich, wenn man auch noch Mentos hinzugibt. Viel Spaß mit dem Cola-Brunnen. Oh Mann, was für eine Explosion. So eine Fontäne muss ich sofort stoppen. Welche Taste soll ich wählen? Ich nehme die grüne. Großartig, Candy, ich freue mich total für dich. Du kriegst diesen leckeren Kuchen hier. No. Das Einzige, was du wissen solltest, er ist ziemlich schwer. Oh. Ah, jetzt ist der Kuchen auf deinem Kopf. Daran gibt's nichts zu lachen. Dafür schmeckt er lecker. Ah, ich habe die Kerze vergessen. Was? Uh-oh. Oh nein, ich brenne, Hilfe! Was ist da unten los? What? Oh, Candy geht's nicht gerade gut. No. Wir müssen dieses Missverständnis sofort ausräumen. Ich weiß sogar, wie ich das machen werde. Feuerwehrmann Pete, kannst du uns helfen? Pete, schaffst du das? Okay. Kein Problem, wird gemacht. Awesome. Gut gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Cool. Ja, vielen Dank. Jetzt geht's awesome. Mir besser. Wer will Erste sein? Candy oder Susie? Susie, du fängst an. Was sollte ich wählen? Roter Knopf, lass mich nicht im Stich. Gute Wahl, der Haken an der Sache. Ich habe keine Zeit, um Popcorn zu machen. Also kriegst du von mir getrocknete Maiskörner. What? Oh nein, diese Kerne sind voll hart. Meine Zähne können das nicht ertragen. Bingo. Ich muss meine Zähne wieder einsetzen. Erledigt. Cool. Irgendwie traurig, Susie ohne Popcorn zu lassen. Ich denke, es ist noch nicht zu spät, Popcorn zu machen. Wo kommt der Geruch her? Es wird ganz schön heiß hier drin. Ich schwitze schon. Oh no! Oh wow, das gefällt mir gut. Popcorn, fantastisch. Awesome. Sogar ich bekomme was ab. Das ist wirklich cool. Cool und lecker. What? Susie, was ist bei dir los? Wo kommt das ganze Popcorn her? Oh, das wird zu viel. Das ist viel zu heiß hier. Viel zu heiß. Hilfe. Wir müssen das stoppen. Bitte, hilf mir. Ich verbrenne doch gleich. Ich hoffe, dass wenigstens der Knopf mich retten kann. Gelber Knopf, du bist meine letzte Hoffnung. Es gibt Eis. Susie, es wird Zeit, dass du dich etwas erfrischst. Ah, das tut weh. Aber danke für das Eis. Na, endlich ist es nicht mehr so heiß hier drin. Und jetzt kann ich in Ruhe meinen Popcorn essen. Candy, du bist dran, auf den Knopf zu drücken. Hey. Warte. Das ist doch gerade der interessanteste Moment. Ich glaube, ich weiß, wie ich dich ablenken kann. Wach auf, schnell. Es ist Zeit, auf den Knopf zu drücken. Ah, oh, das tut weh. Ja, ja, ist ja gut. Was schreist du so? Ich nehme die grüne Taste. Nein, bloß nicht das. Ich hasse Kakerlaken. Oh, no. Und ich mag die.
Vor allem, wenn sie in dieser Challenge teilnehmen. Come on! Na, kommt mal rein. Ihr wollt euch sicher mit Candy anfreunden. Nein, das reicht bitte. Viel zu viele Kakerlaken. Was soll ich jetzt tun? Ich muss aus der Box rauskommen. Helft mir oder holt mich hier raus. Diese Kakerlake mag deine Haare. Warte, ich kann dir helfen. Oder dieser Hausschuh kann dir helfen. Na also. Hast du verdient. Oh Mann, ich habe auch was abbekommen. Okay. Okay, ich nehme einfach meinen Schuh und schlag diese Dinger kaputt. Du sitzt auf dem Knopf. Na, warte, dich krieg ich noch. Mein Problem wird bald gelöst sein. Das ist hier Insektenspray. Candy, du kannst das Zeug nicht einatmen, das ist tödlich. Hier, nimm diese Gasmaske. Ja, natürlich. Jeder sollte wissen, dass man Insektengift auf keinen Fall einatmen darf. Na gut, Kakerlaken, seid ihr bereit? Wir haben es geschafft. Hat es funktioniert? Scheint der Fall zu sein. Susie, du drückst wieder auf den Knopf. Ich bin hungrig, Mann. Kriege ich vielleicht was Leckeres? Warum nicht? Du kriegst Pommes. Wenn auch nur eine ganz kleine Portion. Das war's? Soll das ein Scherz sein? Ich habe noch nie so winzige Pommes gesehen. Aber die schmecken trotzdem lecker. Und wo bleibt die Soße? Ich will Soße. Okay. Oh, du kriegst eine ganz schöne Menge Soße. Wozu denn so viel? Was soll ich damit anfangen? Das ist ja ekelhaft. Na, wenigstens schmecken die Pommes so besser. Candy, was guckst du so? Bist du eifersüchtig? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich auch auf einen Knopf drücke. Endlich bekommt jemand mal einen coolen Preis. Yeah! Candy, da wartet ein ganzer Koffer voller Geld auf dich. Sowas könnte ich auch gut gebrauchen. Fang! Wow, ich werde super reich sein. Klasse! Gib mir auch was. Nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Aber das ist noch nicht der Hauptgewinn. Hier kommt er. Ah, das hat wehgetan. Was soll ich damit tun? Genau. Der Schlüssel wird mir helfen, aus dem Käfig zu kommen. Es lebe die Freiheit. Eines Tages werde ich auch aussteigen. Hast du das gehört? Eines Tages, eines Tages. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo Leute, los geht's. Ah, ich habe ja unsere Teilnehmerin ganz vergessen. Da sind sie auch schon. Okay, wer möchte anfangen? Ich bin bereit. Ich habe meine Wahl getroffen. Es ist mutig, Miranda. Du bekommst von mir eine ganze Schale Kaugummi. Die Kaugummis würde ich gerne selber behalten, aber das sind die Regeln. Die gehören dir. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Oh wow, das riecht gut. Und es ist Kaugummi. Das schmeckt ja super lecker. Ich wusste, dass sie dir gefallen würden. Viel Spaß damit. Jetzt gehen wir zu Emma. Bist du bereit, eine Entscheidung zu treffen? Okay, ich drücke einfach auf einen Knopf mit geschlossenen Augen. Keine schlechte Strategie. Diesmal bekommst du nämlich Schoko-Cornflakes mit Milch. Oh Mann, das ist hier ganz schön kalt. Als wäre ich unter einer eiskalten Dusche. Was zum Teufel ist das? Ach so, das sind Cornflakes mit Milch. Super, das liebe ich. Das will ich probieren. Gut, dass ich ein Glas hier hatte. Ich sehe, du bist begeistert. Das macht mich glücklich. Mal sehen, wie es Miranda geht. Mir geht's großartig. Meine Kiefer sind bereits ein wenig müde vom ganzen Kauen, aber das macht nichts. Das Wichtigste ist, dass ich so viel Kaugummi habe. Und ich mache daraus Kaugummiblasen. Sehen die nicht toll aus? Einfach großartig. Ich bin gar nicht aufzuhalten. Schau mal, wie schön meine Box auf einmal aussieht. Wunderschön, nicht wahr? Ich möchte alle Blasen zu einem Bündel machen.
Ist ja toll. Wohin fliegst du, Miranda? Unsere Challenge ist noch nicht vorbei. Komm zurück. Ich verstehe nicht, was ist hier los? Miranda ist gerade mit einem Haufen Kaugummiblasen weggeflogen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir können sie zurückbringen. Vertrau mir. Hä, was ist hier los? Wer knallt denn meine Luftballons ab? Oh nein, ich falle. Na bitte sehr, habe ich doch gesagt. Mein Plan hat funktioniert. Gut gemacht, Emma. Du bist ein Genie. Miranda, komm zurück auf deinen Platz. Ich glaube, ich muss mich erstmal ausruhen. Wer wird diesmal anfangen? Miranda, du vielleicht? Gut, ich bin bereit, den Knopf zu drücken. Gut gemacht. Als Belohnung erhältst du diesen wunderbaren Käse hier. Riecht toll. Ich hätte selber ein Stück davon probiert. Aua, das tut weh. Was soll das? Schluss damit. Das schaue ich mir mal genauer an. Na, bist du zufrieden? Probier ihn mal. Ehrlich zu sein, mag ich Käse nicht. Aber ich hoffe, dieser hier schmeckt. Oh ja, das ist toll. Dankeschön. Nun, Ende gut, alles gut. Aber für Emma beginnt erst alles. Oha, sie hat bereits den Knopf gedrückt. Gut gemacht. Emma, mach dir keine Sorgen. Du bekommst nämlich was Besonderes. Das sind kleine Mäuse. Ich muss zugeben, dass ich selber Angst vor denen habe. Na los, beeilt euch. Ab in die Kiste. Ich wäre mit denen nicht gerne alleine geblieben. Oh nein, da krabbelt etwas. Hilfe! Hör sofort auf. Tut mir leid, Emma. Das sind die Spielregeln. Ich habe Angst vor Mäusen. Geht runter, ihr kleinen Nagel. Halte durch, das kannst du schaffen. Oh, Hilfe, hol mich hier raus. Den Käse habe ich früher total unterschätzt. Stellt sich heraus, dass er köstlich sein kann. Emma schreit, vielleicht braucht sie Käse. Was soll das denn? Ich habe doch keinen anderen Knopf gedrückt. Oh, wow, Käse, voll toll. Der lenkt die Mäuse ab. Tut mir leid, Emma. Und hier kommt auch schon die nächste Runde. Miranda, ich weiß, du bist die Mutigste, also fang an. Gut gemacht. Deine Wahl ist getroffen. Ich zeig dir, was du damit verdient hast. Dieser grüne Slime hier gefällt mir total. Den hätte ich gerne selber behalten. Wie auch immer, bitte sehr, Miranda. Ich hoffe, er wird dir gefallen. Slime kann nämlich total entspannend sein. Igitt, was ist das denn? Grüner Slime. Hä? Moment mal. Das ist richtig gut. Das ist ja Slime. Oh, ich liebe es, damit zu spielen. Der ist so entspannend. Mann, das dauert ja lange. Den Rest nehme ich einfach selber aus dem Glas. Danke dir vielmals. Das ist großartig. Ah, Mist. Ich habe ja ganz vergessen. Du kriegst nämlich noch diese Murmeln hier. Die sehen einfach klasse aus. Ich hoffe, die werden dir gefallen. Bitte sehr. Hä, was zum Teufel ist das denn? Wow! Oh, wow, das sind ja kleine Murmeln. Die Farben sind super. Daraus kann ich mir einen Knusper-Slime machen. Ich brauche mehr davon. Wie ich auch gedacht habe, Miranda ist absolut begeistert. Das kannst du laut sagen. Nun, die hat definitiv was zu tun. Ich gehe so lange zu Emma. Na, wie geht's dir? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich drücke einfach den Knopf. Du hast es schließlich geschafft. Ich bin mir sicher, dir wird meine kleine Seifenblasenparty hier gefallen. Viel Spaß damit. Seifenblasen, die sind fantastisch. Voll cool. Ich will mehr davon. Ich tue mein Bestes, Emma. Oh, danke dir. Das genieße ich wirklich. Ich muss gestehen, ich bin selber begeistert. Wow, was für eine große Seifenblase. Oh, wow, jetzt sitze ich drin. Dieses Gefühl lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Unglaublich, Emma. Wie bist du da rausgekommen? Hey, wo willst du hin? Halt! Komm zurück in die Kiste. Miranda, was soll ich tun? Emma fliegt weg. Was ist passiert? Leute, ihr seht so klein von da oben aus. Keine Sorge, die bringe ich zurück.
kann uns doch nicht einfach in den Stich lassen. Wow, was für ein präziser Treffer. Du bist gut. Ich falle. Au, das tut weh. Ich hoffe, der geht's gut. Wir sind ein gutes Team. Und ihr müsst wieder mal eine Entscheidung treffen. Viel Glück. Miranda, bist du soweit? Ja, ich hoffe, das wird gut. Das garantiere ich dir. Du hast nämlich schon wieder mal den richtigen Knopf erwischt. Schau mal, wie viele Plüschtiere ich dir vorbereitet habe. Du wirst sie lieben. Die gehören jetzt dir alleine. Oh, das ist ja was Weiches. Das sind Spielsachen. Die sind ja hübsch. Die möchte ich drücken und knuddeln. Dieser Teddybär ist mein Favorit. Na, bitte sehr. Miranda ist glücklich. Oh, komm her. Und du komm auch her. Sieht wirklich niedlich aus. Eine echte Idylle. Ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, meine Intuition lässt mich nicht in den Stich. Das werden wir gleich herausfinden. Oh, du bekommst einen Spielautomaten. Wow, ein Joystick. Wow. Was soll ich denn damit anfangen? Ich versuche ihn einfach mal zu schieben. Oh, das Spiel hat begonnen. Ach so, ich muss die Spielsachen aus der anderen Kiste holen. Nun, ich werde mein Bestes geben. Miranda, jetzt pass mal auf. Was soll das denn? Wow, das machst du toll, Emma. Und das ist erst der Anfang. Bald werden all die Spielsachen mir gehören. Hier, nimm sie, Emma. Aber bitte lass mich in Ruhe. Ich habe Angst vor dem Ding. Emma, das machst du toll. Ich bewundere dich. Mach weiter so. Ich habe auch gar nicht vor, aufzuhören. Das ist erst der Anfang. Nein, bloß nicht mein Lieblingsteddybär. Das ist der absolute Sieg. Ich habe alle Spielsachen rausgeholt. Na, können wir das Spiel fortsetzen? Das ist genug, Emma. Du hast keine anderen Spielsachen mehr. Nein, nein, bloß nicht mich. Lass mich in Ruhe, Emma. Das genügt. Miranda, ich werde dich retten. Halt dich fest. Oh, sieht so aus, als wäre es vorbei. Oh Mann, der Joystick funktioniert nicht mehr. Menno. Du spielst zu viel, Emma. Das war das Ende des Spiels. Wer will diesmal anfangen? Emma, du bist es. Meine Wahl in dieser Runde fällt auf den roten Knopf. Toll, denn dahinter verbirgt sich rote Erdbeermarmelade. Alle Menschen auf der Welt lieben Marmelade. Vor allem, wenn sie aus Erdbeere ist. Emma, Vorsicht, hier kommt Marmelade. Ha? Was ist das denn? Scheint was richtig Leckeres zu sein. Das ist Erdbeermarmelade. Ich liebe diesen Geschmack. Was könnte besser als Erdbeermarmelade sein? Wow, mit ganzen Beeren drin. Wunderschön. Das ist mega appetitlich. Ich liebe es. Ich freue mich für dich, Emma. Miranda, du bist dran, den Knopf zu drücken. Beim letzten Mal habe ich Glück gehabt mit der blauen Taste. Ich drück sie nochmal. Miranda, diesmal kriegst du Affenleckereien. Ich meine natürlich Bananen. Ich hoffe, die werden dir gefallen. What? Das war's? Eine Banane? Ich dachte, ich würde mehr bekommen. Natürlich gibt's mehr. Eine Banane ist doch nie genug. Hier kriegst du einen ganzen Haufen. Aua, so viele. Autsch. Oh mein Gott. Pass doch auf. Okay, aber dafür kann ich die alle jetzt essen. Das war noch nicht alles. Ich habe noch eine letzte Banane vergessen. Aua, das tut doch weh. Vorbei. Wie auch immer, ich esse einfach meine Bananen. Hey, könntest du ein bisschen vorsichtiger sein? Ich bin hier kein Mülleimer. Leg deine Schalen woanders hin. Genug. Nein, ich kann das nicht ertragen. Ich gehe einfach wieder zurück zu Emmas Box. Oh nein, das
ist ein Zombie! Hilfe! Was ist hier los? Oh-oh! Oh nein! Oh mein Gott. Ich glaube, das war der beste Prank, den man mit Erdbeermarmelade machen konnte. Diese Runde beginnt mit Miranda. Ich will wissen, was sich hinter diesem gelben Knopf verbirgt. Keine schlechte Wahl. Dich erwartet leckerer, frischer Honig. Aber zuerst muss ich ihn natürlich probieren. Köstlich. Miranda wird sicher nicht enttäuscht sein. Hä, was ist das denn? Das ist mega klebrig. Und ekelerregend. Es verbreitet sich über meinen gesamten Körper. Ah, das ist Honig. Großartig. Oh nein, ich bin nicht die Einzige, die Honig mag. Geht weg, ihr blöden Bienen. Ich mag keine Bienen. Seltsamerweise hat Miranda noch einen Knopf gedrückt. Dann kriegst du noch etwas Watte von mir. Ah, du willst noch mehr. Okay, ich hätte hier noch ein paar Nudeln. Und das ist noch nicht genug. Dann kann ich dir noch Milch geben. Okay, Miranda, bist du bereit? Hier kommt alles, was du noch verdient hast. Was ist das denn? Ich dachte, ich kriege in dieser Runde nur Honig. Oh Mann, ich mag keine Watte. Was zum Teufel ist das denn? Jetzt bin ich auch noch voller Nudeln. Wir sind noch nicht fertig. Hier kommt noch ein Liter Milch. Oh nein, Milch ist das Letzte, was ich jetzt noch erwartet habe. Ich habe wirklich keine Kraft mehr. Also machen wir weiter mit unserer Challenge. Emma, du drückst auf den Knopf. Ich hoffe, der rote Knopf bringt mir Glück. Oh, den hättest du besser nicht auswählen sollen. Denn du kriegst eine Menge Flusskrebse. Die sind ganz schön unheimlich. Aua! Und außerdem können die wehtun. Emma, tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln. Aha, nein! Wieso das denn? Nimm das sofort weg! Ich mag keine Krebse! Ist ja furchtbar! Bitte, kann mich irgendjemand retten? Die werden mich auffressen! Die leben ja noch! Hilfe, 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 Hilfe! Nimm die Dinger bitte weg! Ich halte das nicht aus! Oh Mann, mir ist noch nie jemand direkt aus der Kiste entflohen. Die muss wohl eine Panikattacke gehabt haben. Emma, und du bist wieder dran. Drück auf den Knopf. Hey, hör auf zu schlafen. Die Challenge geht weiter. Okay. Ah, es geht weiter? Okay, blauer Knopf. Pech gehabt. Du kriegst ein ganzes Aquarium mit stinkenden Algen. Igitt, das stinkt nach Sumpf. Also werde ich jetzt so stinken? Womit habe ich das nur verdient? Arme, arme Miranda, du tust mir ganz schön leid. Das stinkt ja unglaublich. Miranda, jetzt bist du aber dran. Ich wähle den gelben Knopf. Hm, was für eine seltsame Wahl. Du kriegst irgend so ein seltsames Schrott. Warte. Ah ja, genau. Das ist diese alte Lampe hier. Der Legende nach lebte ein Genie drin. Wow, also werde ich drei Wünsche bekommen? Diese Lampe will ich aber sofort reiben. Na los, wieso kommt da niemand raus? Mach schon. Wow, in der Tat, ein Genie. Holy moly. What? Ich kann dir drei Wünsche erfüllen. Alright, alright, okay, fangen wir mit dem Geld an. Ist ja toll. Jetzt bin ich reich. Das ist ja mega viel Geld.
Das kann ich nicht zulassen. Ich will, dass der Genie mir auch ein paar Wünsche erfüllt. Gib mir die Lampe zurück. Gib sie mir, sie gehört mir. Oh, wow, das ist ja die Lampe von Aladdin. Was habt ihr angerichtet? Das ist meine Lampe. Das ist mein Genie. Was um alles in der Welt ist mit dir passiert? Hilf mir bitte. Siehst du, wie sehr ich stinke? Okay. Es gibt nur eine Lösung dafür. So kann wirklich nur eine Meerjungfrau stinken. Was? Woher habe ich diesen Meerjungfrauenschwanz? Hey, komm wieder zurück. Ich will keine Meerjungfrau sein. Hilfe! Meine Güte, dieser Genie ist ja gemeingefährlich. Gut, dass ich einen Haufen Geld bekommen habe.